Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Patrizia 2, auch schon der Hanse. Wir haben... Warum steht mein Bildschirm eigentlich so komisch? Irgendwie habe ich gerade einen komischen Blickwinkel gehabt. Wir haben in der letzten Folge... das ist schon mal ein guter Anfang, ne? Ja, da haben wir erfolgreich so ein paar Sachen fertig gemacht, in Rügenwald Stadtmauer in Auftrag gegeben, haben wir, glaube ich, in der letzten Folge, ne? War das letzte Folge? Ja, ich glaube, vorletzte Folge haben wir was ganz anderes gemacht. Haben eine Expedition gemacht, haben hier in Edinburgh angefangen, die Stadtmauer auszubauen. Einfach nur, damit wir Platz haben für die großen Expansionen, die jetzt passieren in diesem und nächsten Jahr. Wir müssen halt sehr viel Mängel ausgleichen. Muss mal schauen, dass ich dann hier nochmal was hinbekomme. Ich muss auf jeden Fall nochmal Holz weiter ausbauen, denn wir haben immer mehr Holzmängel. Ihr seht es schon, allein hier in Danzig zum Beispiel. Wobei ich auch einfach nichts verkaufe, soweit ich weiß. Genau, und... Wir müssen ja echt zusehen, dass wir nochmal an ein paar Sachen kommen, ein paar neue Betriebe. Huch! Alter! Alter! Diese Stadt! Huh. Interessant. Okay. Eigentlich relativ gut versorgt. Muss ich mal drauf achten jetzt, wenn der nächste Konvoi da ist. Ja, da hat gerade einen sehr guten Abstand. So, wir waren stehen geblieben bei... Diese Maus macht da Doppelklicks. Wo ist denn... unterwegs? Ah ja. Guten Tag, Hansetag. So, Hansetag. Sitzungssaal. Wird bestimmt abgelehnt. Jo. Ist klar, weil das, was vorgeschlagen wird, ist meistens zu hoch angesetzt. Ich hab gar nicht geguckt, welche Stadt das war. Hab ich gerade gegen mich selbst ein Bußgeld verhängen wollen? Ha. Ich weiß es gerade nicht so genau. Okay, was fehlt denn noch? Ja, es sind halt wirklich. Es ist halt wirklich nicht viel, was uns fehlt. Ganz klein wenig. Boah, Hand fehlt uns halt ganz schön. Weil es einfach nur in Hamburg liegt. Ich gucke jetzt mal kurz Hamburg an. Währenddessen können wir mal schon mal den Konvoi hier reparieren, zumindest. Oder warte mal. Ich habe jetzt kein Holz da, ne? Doch, ein bisschen Holz haben wir. Ich brauche Tuch, Pech, Holz. Und ein paar Eisenwaren. Gott, Warenversteck. Eigentlich müsste ich das aus Spaß mal annehmen, aber das hat halt überhaupt keinen Sinn, ne? Ach, in Oslo sowieso nicht. Oslo Lager ist viel zu leer. So. Habe ich eigentlich schon mal drauf geachtet wieder? Ach, guck mal hier, 1000 Wein, die ich verkaufen kann. Und ich suche meinen Wein, weißt du? Da ist er die ganze Zeit hier. Ich werde auch nicht den ganzen verkaufen. Ich werde bloß auf ein paar hundert runtergehen. Also auf 300, 400 oder so. 300, 400, 400. Besser als 400. Einfach nur, damit der Fürst seine Klappe hält und damit ich ein bisschen was losbekommen habe. 100 Fisch. War der Konvoi lange nicht mehr da? Ich lasse halt auf 500, auch egal. Ah, okay, da ist schon ein Weilchen unterwegs. 1500 Bier zieht er gerade raus. Die halt zum Teil instant wieder weg sein werden. Das ist halt ein Witz. Können wir ruhig noch ein paar verkaufen. Haben eh viel zu viel davon. Aber nur diese Sperre so hochgesetzt. Deswegen täuscht das jetzt so. So. Ah ja, ich wollte Schiffe bauen. Ach, ich bin heute schon wieder echt total fertig mit der Welt. Das ist unfassbar. Was bauen wir denn mal? Greier am besten erstmal weiter, ne? Lieblingsschiffchen, weil die halt überall hinkommen. Oh! Ich hab's Hand vergessen. Ugh. Das ist sehr doof. Hast du ein bisschen was an Hanf mitgebracht? Hast du nicht? In Göteborg bitte. Guter Hanfmangel in der Hanse. Wie geht's denn so Hamburg gerade? Geht so. Kommt da gleich wieder ein bisschen was an. Gucken wir mal, wie es jetzt ausschaut in Hamburg. Okay, schon wieder deutlich besser. Also jetzt kommen die relativ gut hin mit den Sachen, aber wirklich auch noch gerade so. Also gut versorgt sieht anders aus, ehrlich gesagt. Aber zumindest steigt die Zufriedenheit schon wieder an. Ich überlege gerade, ob ich mal kurz die Ziegeleien zumache, damit die Hanfanbauer wieder voll laufen. Die werden mir viel wichtiger als die scheiß Ziegeleien. Und Ziegeleien habe ich aktuell nicht unbedingt
nötig, denn ich habe ja noch 1300 Ziegel. Ja, komm. Ich mach ganz kurz mal die Ziegeleien zu. Das sind immerhin 100 Leute, die ich dann los werde. Also, ne, die sich da umverteilen können. Sollte auch relativ schnell passieren. Ich guck mal. Ja, Hanfmangel in Rostock läuft. Ja, steigt schon. Sehr gut. Wo haben wir gerade den Konvoi? Da. Hanfmangel in Rostock ist immer sehr schlecht, weil ich brauche ja Hanf zwecks Fischereien. So. Na gut, was will man machen? Wenn ich mal hier bin, ziehe ich gleich mal alles leer. Was hier so hergestellt wird. Was wird hier eigentlich hergestellt? Na, so viel dran braucht ich halt auf keinen Fall. Viel zu viel Wein immer noch. Okay. So. Was braucht er eigentlich an Hanf die Woche? 10! Okay. Mann, ey. Das ist gerade echt schon wieder sehr, sehr nervig. Wie sieht's aus in Hamburg? Fehlen Eisenbahnen. Ich mache nochmal ein bisschen. Ach, was mache ich denn mal? Ist alles doof wie doof. Haben wir gerade einen Konvoi, der zufälligerweise schon unterwegs ist? Der ist auf dem Rückweg, das heißt noch lange nicht. Diabolos, Meeresenge. Der fährt gerade raus. Nee, das ist bloß Shuttle. Wo ist denn der andere Konvoi? Meeresenge? Mod? Ach, Versorgung Not, hier ist er doch. Kommst du zurück oder fährst du los? Der kommt zurück, glaub ich. Genau. Aber da fährt eh verkehrt rum. Bei dem ist Hamburg die letzte Stadt. Da ist der Konvoi eher da, glaub ich. Yo. Malmö. 250, Hamburg 150, 15, 5, na 10, 50 kann ich eh nicht leisten. Gehen wir auf Fisch nochmal 5 hoch, oder eben ein bisschen mehr. Und Hamburg gehen wir jetzt einfach mal auf 20, ich will die Stadt nicht mehr ordentlich versorgt bekommen. Hamburg ist gerade so wichtig wegen dem Hanf mittlerweile. Auch wenn ich ja noch andere Stationen habe, wo auch Hanf hergestellt wird, aber eben nicht genug. Ne? 8,9 hier zum Beispiel ist zwar eine Überproduktion, aber eben nicht so viel. Das sind nur 8 die Woche. Dafür braucht allein die Stadt ja schon 10. Gut, so viel dazu. Und die Stadt hat ja auch eine Hanfproduktion von wenig. Ich guck mal, glaube ich, am besten hier nach. Gott, ist das gerade ätzend, ne? Ja, 1. 1 Produktion. Okay, die Stadt kann sich zumindest selbst erhalten. Problem ist jetzt, wir haben es jetzt Sommer. Das heißt, wir leben noch nicht mal im Winter und trotzdem kommen wir bei weitem mit dem Hanf nicht hin. Einfach weil die ja nichts herstellen, die faulen Säcke. Ich gehe jetzt mal... Nee, runter kann ich... Ja, ich will nicht weiter runter mit der Miete. Dann wird mir irgendwann auch mal zu teuer. Platz ist auf jeden Fall auch noch genug. Natürlich gehen die zuerst ins Sägewerk. Warum auch nicht? Hanfanbau ist ja so viel schwerer. Ich weiß gar nicht, wie schwer Hanfanbau ist, ehrlich gesagt. Ich habe es noch nie probiert. Aber so, wenn es so viele Drogensüchtige schaffen, dann kann es ja nicht so schwer sein. So. 140 Holz. Ist erstmal ganz gut, dass wir die Überproduktion haben. Wir haben sowieso einen kleinen Holzmangel gehabt, ne? Dass wir da mal einen kleinen Ausgleich haben. Ich würde sagen, wir haben gerade so ein paar Sachen übrig. Dann machen wir erstmal mit dem Mauerausbau in Edinburgh weiter. Ach, wir haben keine Eisenbahn. Alles klar. Alles klar. Haben wir in Scarborough noch ein paar Eisenbahnen? Yo. So ein paar wenige zumindest. Warum haben wir eigentlich keine Eisenbahn? Wie kommt das denn? Also Unterproduktion herrscht hier nicht. Dann verbrauchen wir einfach nur so viele. Alter, 808 Eisenbahnen die Woche. Ach, jetzt sind welche da. Woher auch immer. Keine Ahnung, wo die herkommen. So, dann hätte ich gerne die Eisenbahn, die wir noch drin haben. 24. Okay, wir warten kurz aufs Shuttle. Belagerung in Rostock. Da müssen wir kurz die Stadt freikaufen. Scheiße, ich weiß nicht, wie viel er haben möchte.
Ja. Ich gebe ihm einfach 500.000, ist mir egal, ob das dann vielleicht zu viel ist oder zu wenig. Einfach nur, um noch sicher zu gehen. Ich weiß nicht, was sie von einem verlangen. Ist auf jeden Fall günstiger, wenn man sich freikauft, als wenn man da einfach wartet, bis die durch die Stadtmauer durchgebrochen sind, zumal man so auch die Belagerung viel schneller wieder los wird. Ist in jederlei Hinsicht einfach nur ein Gewinn. Und ihr wisst ja, ich lebe mittlerweile so verschwenderisch, ich brauche das Geld nicht mehr. Da habe ich lieber einfach meine Ruhe. Ist viel wichtiger in dem Spiel mittlerweile. So, wir waren stehen geblieben bei der Stadtmauer. Die ist hier. Gott, wir haben noch so viel vor uns bei der Stadtmauer. Ich lage erstmal das Holz ein, nicht, dass er wieder rummeckert, das Holz fehlt. So, na, das lieber nicht. Sonst verkauft er das nur. Und dann sitze ich da. Auf einem Haufen nichts. Wird nicht reichen. Schade. Reicht nicht ganz. Ein bisschen was fehlt. Also so 300, 400 Ziegel. 300 eher. Okay, ich nehme mal das Holz lieber kurz mal raus, dass es nicht verballert wird. Holz. Und dann holen wir kurz mal eine Lieferung Ziegel. Wie sieht es eigentlich aus? Kriegt er die Städte leer? Jo. Jo. 150 schon an Fisch. Scheint mir etwas wenig. 19 Hanf ist schon mal ein gutes Zeichen. 20 Hanf ist auch ein gutes Zeichen. Der hat bloß hier jetzt nicht mehr so viel, ne? Genau. Aber noch reicht es gerade so. Also es funktioniert noch, die Kette. Kaya ist fertig. Schön für dich. Stimmt, die können wir eigentlich auch mal langsam. Weil der ist ja immer voll, ne? Dass wir den vielleicht nochmal einfach ein bisschen upgraden mit den neuen Kreiern. Sieht's aus in Hamburg. Besser, aber noch nicht ideal. Muss ich echt mal den Hanfanbau voll bekommen. Immerhin hat sich das Ganze schon wieder verdoppelt. Wir sind auf 9,2 hoch. Schön zu sehen. Und besser ist vor allen Dingen auch. Sonst wäre das hier auf lange Sicht echt schief gegangen. So, ich wollte nochmal so ein paar davon und ein paar davon. Dankeschön. Weil so ein paar, ja. Nehmt einfach mal so 600 Last mit. Das finde ich halt auch krass. Beziehungsweise, sag mal, in einer wirklichen Wirtschaftssimulation würde man hier Ladezeiten berechnen müssen. Ne? So irgendwie, was weiß ich, pro Fass 10 Minuten oder so. Das wäre krass. Und pro Last irgendwie 20 Minuten. Keine Ahnung. Wobei pro fast 10 Minuten wäre ganz schön arm, ne? Oder abhängig von der Anzahl der Matrosen, ne? Matrosen beladen und entladen selber und abhängig davon... Könnte man durchaus da so ein bisschen... Oh Gott, ich wäre so ein böser Spieleentwickler. Ich wäre so bösartig. Wäre halt für solche Mega-Konvois einfach nur schwierig. Wobei, wenn man es an die Anzahl der Matrosen koppelt, ne, dann geht's ja. Dann ist es ja unabhängig von der Konvoi-Größe. Dann könnte man es halt höchst noch abhängig machen von der Anzahl der Stege, die es gibt. Ne? Wenn man 30 Schiffe an einen Hafen schickt mit nur 5 Anlegestellen, dann hat man irgendwann ein Problem und muss warten, bis die nacheinander durch sind. So, aber zurück zum eigentlichen Spiel. Wir wollten hier ja gerade Stadtmauer weiterbauen. So, das wollte ich fertig bekommen. Gleich war es wieder Krach. Nicht erschrecken, Leute. Ich habe euch ja vorgewarnt. Es ist sehr laut. So. Und dann wollten wir hier Getreidehof-Zeugs bauen und Bierzeugs. Wow, die sind schon wieder echt verärgert. Warum? Yo. Okay, ich baue erstmal ein bisschen Getreide, weil da fehlt es ja an Zeugs, ne? Getreide haben wir jetzt nicht unbedingt das große Lager des Jahrtausends. Man muss ja auch immer ein bisschen was für den Winter einlagern. Also im Winter haben wir auf jeden Fall zu wenig Produktion. Und Bier ebenfalls. Beziehungsweise, nö, Quatsch, ich wollte doch hier gar nicht Getreide großartig bauen. Ich wollte hier Brauereien bauen. Und zwar 8 Stück, hatte ich gesagt. Kriege ich die hin? Ach, guck mal, kriege ich sogar hin. Perfekt. Gut, dann machen wir das. Und zwar, wo fange ich da mal an? Ich baue erstmal Straßen. Achso, geht noch nicht. Okay, kurz 2 Tage warten. Baue ich jetzt Straßen, bitte. Ah, bis das mal soweit ist. Na gut, dann halt nicht. Dann bauen wir dann halt einfach Pi mal Daumen die Brauhäuser hin. Was soll's. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5,
6. Oh, scheiße. 7. 8. Das habe ich echt dumm gebaut. Egal. So, und ich baue jetzt einfach doch nochmal 2 Getreidehöfe. Das ist egal. Haben wir es weg. Es geht auch nicht auf, ne? Oh, was ist das denn? Aber was ist das denn? Brauche ich gerade irgendein Wohnhaus vielleicht, dass ich da nochmal eins hinzimmern kann? Ne, die hatte ich schon vorgebaut, ne? Kaufmannshäuser bauen noch. Lagerhäuser, wie viel habe ich da an Platz? 3 Stück. Wie viel verbrauche ich hier aktuell? Viel weniger. Ich baue trotzdem mal einfach noch eins. Und zwar irgendwie mal so, dass er hier eine Straße irgendwie anders macht, eventuell. Hä? Das kann ich so bauen? Aber ein Getreidehof nicht, oder was? Doch, jetzt. Och. Du Arschkrampe, du Blöder. Wie viel habe ich jetzt eigentlich? 10. Das ist jetzt der 11. Machen wir noch einen 12. Getreidehof. Baue ich es einfach mal hier drüben mit hin. Ach, ist das kacke. Ah, komm, haben wir mal 13. Auch nicht schlecht. Gut, man kann von sowas nicht genug haben. Gerade Getreide, ne, das Grundnahrungsmittel der Hanse, braucht man. So, können wir das gleich alles einlagern. Fehlt sowieso gerade. Wunderbar, ist gut aufgegangen von der Menge her. Spende, aha, kannst du von mir aus klar mal haben. 12.800, ja, easy peasy. Ich weiß gar nicht, für wen ich hier spende. Ich spende einfach, weil ich das Geld habe. Oh Gott, diese Kackstadt. Wie lange die braucht, um voll zu werden. Vielleicht mal... Nein, doch nicht. Eine Armspeise würde halt ein paar Leute schneller anziehen, aber da hier sowieso gerade wieder ein paar Ressourcen fehlen. Es ist halt so krass, wie diese Stadt einfach nur am Verrecken ist. Krieg hier nicht genug rein. Das ist der Hammer. Dabei ist es eigentlich, ich weiß gar nicht, eine relativ kleine Stadt. Ne? Das ist die einzige. Hamburg ist echt einfach nur am Verrecken. Warum auch immer. Allen anderen Städten geht es hier relativ super. Nur Hamburg ist am Abnippeln. Ha. Huh. Mein gut, der war erst da, ne? Ich will aber nicht schon wieder erhöhen eigentlich. Aber eigentlich, ich muss Hamburg. Zumindest ein ganz klein wenig noch. Ich gehe nochmal um 50 hoch. Noch irgendwas? Eisenbahn werden einfach gerade gefehlt haben. Tran, Honig. Also Tran haben wir auf jeden Fall genug da. Tran, Honig. Malmö. Nehmen wir einfach mal 20 Tran mehr raus. Sind wir bei 70. Und packen in Hamburg 20 mehr rein. Tran. Hat jetzt zwar schon mal erhöht, aber okay. Ach, gehen wir einfach auf 40. Das Ding ist, ich muss den ja mit verändern. Fällt mir gerade so auf. Ich muss die irgendwann nochmal angleichen. Das werde ich bestimmt mal offscreen machen, weil das super langweilig ist. Ne, sonst zieht er das halt dann teilweise wieder raus. Ist ja nicht Sinn der Sache. 200, 30, 30, 20, 10, 20. Das war auf jeden Fall auch höher. So. Also wirklich Plus gemacht haben wir nicht. Aber gut, wir haben auch in der letzten oder vorletzten Folge haben wir aber mal 6 Millionen rausgehauen für diese 6 Jäger-Dinger. Jägerhütten. Dass wir da, naja, ein paar mehr Produktionen erreichen. Hat zwar nicht wirklich geholfen, weil Göteborg jetzt am Abnippeln ist. Zufälligerweise. Mir fehlt ja einfach mal bei der Feldproduktion schon wieder 200 Leute fehlen mir da. Sind alle sehr glücklich. Okay, kann ich hier vielleicht einfach eine Armspeisung machen, dass wir das ein bisschen schneller auffüllen? Warte mal, ist die Kirche noch nicht? Sieht so klein aus. Hier können wir auf jeden Fall eine machen. Machen wir einmal 150, 200. Bitteschön. Und ich als aus Göteborg
Haben wir ein paar neue Jäger gefunden? Ja, so ein paar zumindest. 30 Bettler. Also Arbeitslosenrate ist besser als in Deutschland in Göteborg. Na gut, eigentlich sind alle Reichen und Adligen, glaube ich, trotzdem arbeitslos, weil die machen ja, ich weiß gar nicht, ob die wirklich was machen. So, Rostock. Von oberster Ebene geplant, also oberste Ebene, fein, ja, in Rügenwald, ja, genau, ja. Ganz genau, so schaut's aus, richtig, richtig. Da werden wir doch glatt mal was ausführen, damit das unterbunden wird in Zukunft. Spaß. Gut, zum Abschluss der Folge würde ich sagen, gucken wir uns nochmal kurz die Landesfürsten an, ob die vielleicht noch etwas von uns haben. Der ist zum Beispiel sehr unzufrieden, nicht sonderlich erfreut. Nicht sonderlich erfreut. Oh, du gehst mir auf den Kranz. Was willst du denn von mir? Wein würde er nehmen für 2,70. Ja, ich warte jetzt noch die 4 Tage kurz bis zum Ende des Monats. Und dann gucken wir uns mal um. Huch. War ja fertig. Was ist denn? Ich muss ja noch hier die Schiffe an dem Meeresengel-Konvoi angliedern. Ob ich das in der nächsten Folge noch weiß? Ich glaube nicht. Fleisch, schön. Super Weinpreis. Vielleicht ein paar Ziege könnte ich dem schenken. Das wäre eine Maßnahme. Einmal so kurz 200 Ziegel da rausballern. Das sind sie weg. Rügenwald, was haben wir da? Na, ich treffe es doch nicht. Auch nicht schlecht. Nicht sonderlich erfreut. Kriegst halt ein bisschen Getreide und Fisch. Immerhin wieder zufrieden. Guckt zurzeit relativ selten bei denen rein, ne? Beziehungsweise habe ich sehr viel vorgespult. Rundum glücklich. Da haben wir erst irgendwas verkauft gehabt. Ich glaube Wein oder so war das. Und hier müssen wir jetzt auch weiter raus. Nicht sonderlich erfreut, hält sich noch in Grenzen, kriegst du ein bisschen Wein. Ach, gehst mir auch am Kranz. Was willst du vielleicht noch? Jetzt muss ich schnell noch in Ordnung bringen. Ziegel, Fleisch. Ja, Fleisch ist schön und gut, aber Ziegel. Hast du gerade Fleisch mit? Gar keins? Ach Gott. Yo, okay. Kann ich jetzt nicht ändern. Einfach nur kurz ein paar Ziegel hier verkaufen, dass der wieder seine Klappe hält. Weil ich hier keinen Bock habe, einfach mal die ganzen Getreide rauszuballern. Das ist echt doof. Wir müssen uns ja für den Winter wappnen, nachdem wir den letzten Winter schon guten Getreidemangel hatten. So, und dann nehmen wir nochmal ein paar Ziegel mehr mit. Für hier oben, für Edinburgh. Da muss ja doch schon mal wieder die Ziegelproduktion anwerfen, auch wenn es hier noch an Eisenbahn mangelt. Das nützt nichts. So. Sind zwar alle sehr zufrieden, aber die ziehen halt trotzdem noch sehr langsam dazu. Da muss ich in der nächsten Folge nochmal drauf achten, dass Hamburg auf jeden Fall nochmal ordentlich versorgt wird. Nicht, dass es da wieder zu einem Einbruch der Bevölkerung kommt. Das war halt wirklich einfach nur kurzfristig mal, naja, ein bisschen aus dem Ruder gelaufen. Was einfach nur daran liegt, dass die Hanse jetzt im Allgemeinen sehr schnell größer wird, weil ich jetzt hier sehr viel mit einmal versorge und da tun sich Mängel auf und dann baust du wieder Sachen und dadurch tun sich andere Mängel auf, weil die Hanse größer wird und ja, ist ein böser Kreislauf aktuell. Und dann wollen die Fürsten ja auch noch immer ihr Fett weg. Also ist ein bisschen, naja, es ist sehr stressig geworden, muss ich sagen. Man kann es natürlich auch ganz anders spielen, ich weiß, aber wäre ja langweilig. Ich mag Stress. So, jetzt gucke ich jetzt, mache ich das in der nächsten Folge? Ich mache es in der nächsten Folge, damit die Folge nicht wieder so extrem lang wird wie so manch andere letzte. Dann bedanke ich mich wieder fürs Zuschauen, meine lieben Freunde. Denkt an die Bewertung des Videos. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Bis dahin und tschüss.